Wenn Sie dieser Tage eine Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 noch bekommen und die ist sehr hoch, sehr viel höher und Sie sollen eine hohe Nachzahlung leisten, dann sollten Sie das nicht einfach auf sich beruhen lassen. Sie haben drei Möglichkeiten, das für sich besser zu gestalten. Die erste Frage ist, ist diese Betriebskostenabrechnung eigentlich richtig? Sie sollten einfach vergleichen mit dem, was Sie im vergangenen Jahr bezahlt haben, sich die Zahlen anschauen, gucken, ob das für Sie plausibel ist, ob auch die Dezemberhilfe, die die Bundesregierung gewährt hat für den Dezember 2022, bei den Heizkosten eingerechnet ist, und falls nicht, dann legen Sie Widerspruch ein. Ein Musterschreiben finden Sie bei Finanztipp im Netz. Wenn Sie Finanztipp und Nebenkostenabrechnung eingeben, finden Sie dort das Musterschreiben. Das zweite ist, Sie können natürlich, wenn alles korrekt sein sollte, mit der Hausverwaltung oder dem Vermieter, den Vermietern vereinbaren, eine Ratenzahlung. Das geht in den meisten Fällen und normalerweise sind Vermieterinnen und Vermieter da auch bereit, eine Ratenzahlung einzugehen, sodass Sie das über mehrere Monate abstottern. Und das dritte ist, bis zum Ende dieses Jahres, also bis Ende 2023, können Sie tatsächlich Bürgergeld beantragen, also eine Hilfe für die Zahlung dieser Nebenkosten, eine einmalige für den Monat, in dem Sie diese Nebenkosten nachzahlen sollen.